Freunde, was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Erstmal natürlich guten Morgen an der Stelle. Es ist noch sehr früh, deswegen hört sich meine Stimme vielleicht auch noch ein bisschen verpennt an. Wie dem auch sei, es ist keine glorreiche Woche, das kann ich euch schon mal sagen. Aber egal, wir schauen uns das Ganze gleich an. Aber natürlich erst zu den Grüßen. Und zwar natürlich an die Kanalmitglieder auf der höchsten Stufe. Agerifo, Zoom-Sternkopf, Finn, Baskir und Köpenick. Vielen, vielen Dank euch allen. Kuss geht raus. Außerdem nochmal ein Gruß an Agerifo mit seinem 6 Euro Super Thanks. Digga, Ehre, Alter. Und auch noch ein Gruß an Botscode mit seinem Super Thanks. Vielen, vielen Dank, Doc. Und der Witz der Woche geht allein schon wegen diesem geilen Profilbild an Geilo Dude. Was schwimmt auf dem Teich und fängt mit Z an? Zwei Enten. Junge! Alter Verwalter, was ein geiler Joke, Junge. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Und natürlich an der Stelle ein saftig-knaftiges Heya BVB. Was ging eigentlich am Dienstag ab? Holy shit. So, und jetzt noch schnell der Hinweis, dass es heute leider keinen Stream geben wird. Ich bin übers Wochenende am Bodensee und deswegen sehen wir uns auf Twitch erst wieder am Sonntagabend. Also da gerne einschalten, Freunde, schon mal ein Follow da lassen auf Twitch. Was geht denn ab, Digga? Hä? Das nur dazu. Wir gehen jetzt endlich rein in die Eventwoche, Freunde, die euch natürlich mal wieder präsentiert wird von Easy Stretcher Shop. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Link in der Beschreibung, Kuss. Also wir haben Geldboni, die nicht alle mega krass sind, aber wir legen mal los mit dreifach Geld auf den Extraction-Gegner-Modus. Toll, danke dafür. Es gibt doppelt Geld auf die Super-Yacht-Live-Kontakt-Missionen und wenn man von diesen Missionen eine erledigt, gibt es auch noch einen 100.000-Dollar-Bonus anscheinend obendrauf und es gibt auch eine wöchentliche Challenge, wenn man drei davon erledigt, dass es nochmal 100.000 Dollar obendrauf gibt. Also das ist gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, aber eben nur die Super-Yacht-Live-Kontakt-Missionen. Und dann gibt es noch doppelt Geld auf die versteckten Kisten, die Hidden Cages. Ich weiß nicht, ob ich das richtig übersetzt, ehrlich gesagt. Und dann war es das auch schon wieder, das mit den Geldboni. Also es ist nicht so prickelnd, sind wir mal ehrlich. Bei den neuen Inhalten haben wir natürlich ein bisschen was und zwar bei den Schrotthandel-Raubüberfällen. Gibt es den Podium-Raub jetzt mit dem Overflot-Autark, es gibt den McTony-Raub mit dem Dinker Jester Classic und es gibt den Cargo-Raub mit dem NS Hellion. Bei Luxury-Autos stehen der Grotti Turismo Omaggio und der Vapid Dominator GT und bei Simeon stehen diese Woche der BF Bifta, der Lampadati, Viserys, der Ocelot Swinger, die Pegassi Bati 801 RR und der Volker Warrener. Das normale Zeitrennen diese Woche ist das Calafia Way Zeitrennen. Zu diesem Zeitrennen gibt es, by the way, ein wildes Live-Commentary auf diesem Kanal hier von, ich glaube, 2018 oder so. Schaut gerne vorbei. Vielleicht verlinke ich es auch in der Infobox, wenn ich Bock habe. Good old times an der Stelle. Good old times, Mann. Das HSW-Zeitrennen ist das Sandy Shores-Zeitrennen und dann natürlich vorne, denkt an die täglich sich ändernden RC Bandido und Junk Energy-Zeitrennen. Ach schön, es gibt natürlich mal wieder keine Immobilienrabatte. Kuss Rocky Starry, Alter. Aber Fahrzeugrabatte haben wir ein paar und zwar 40% auf den Grotti Furia und auf den Pegassi Torero XO. Beides tatsächlich sehr geile Fahrzeuge. Und dann haben wir noch ganz viele 30%er und zwar 30% auf die Galaxy Superyacht mit Upgrades und Renovierungen, Freunde. Jetzt ist die Zeit gekommen, wenn ihr euer Geld wirklich verbrennen wollt, dann könnt ihr hier zumindest mit 30% Rabatt euer Geld verbrennen. Diese Woche auf jeden Fall nutzen, wenn ihr irgendwie euch irgendwie den größten Scheiß in GTA Online holen wollt und es einfach gerne feiern und gerne machen wollt. Deswegen macht es dann einfach die Woche am besten. Oder? Wir haben gerade übrigens 5.49 Uhr. Das ist absolut nicht meine Uhrzeit. Holy shit. Es gibt 30% auf die Sonarstation-Verbesserung von der Kosatka. Also auch wild, dass genau darauf jetzt 30% sind. Alter, meine Stimme macht heute Morgen gar nicht mit. Ja, ich glaube, ihr habt es trotzdem verstanden. Es gibt noch 30% auf den Dinker Marquis, den Kraken Avisa, den Lampadati Toro, den Ocelot Locus, den Ocelot Swinger, die Pegassi Speeder, die Shih Tzu Jetmax und die Shih Tzu Longfin, Digga. Die legendäre Schnocktin auch im Rabatt. Dann gibt es noch einen weiteren Rabatt beim Waffentransport und zwar auf die Streitaxt, Kampfaxt, wie auch immer, 30%, gönnt euch. Und dann kommen wir natürlich noch zum Podiumsfahrzeug, Freunde. Und das ist diese Woche der Anis Euros. Der würde euch normalerweise bis zu 1,8 Millionen kosten. Also versucht auf jeden Fall euer Glück. Und zu guter Letzt natürlich noch das LS Kami. Preisfahrzeug. Ich glaube, ich kündige das jetzt immer so an. Das ist der Vapid GB200. Der wird euch normalerweise fast eine Mio kosten. Und um den zu bekommen, müsst ihr 2 Tage in Folge einfach ein LSK-Miet-Rennen gewinnen. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr wollt. Die Testfahrzeuge beim LSK-Miet sind der Bravado-Verlierer, der Ines Paragon R und der Ocelot Locust. Und das Premium-Test-HSW-Fahrzeug ist der Emponte Arbiter GT. Ja, Freunde, und das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Eventwoche. Es ist tatsächlich mal wieder Schmutz, aber wer hat's erwartet? Jetzt waren wirklich davor die Wochen, bis auf letzte Woche, waren wirklich geile Eventwochen. Jetzt machen sie mal wieder Schmutz. Ich kann dazu nur folgende Anekdote weitergeben. Das Leben ist ein Auf und Ab wie Hantelcurls. Gestern noch blank, heute braun gebrannt im Haus am Strand mit Girls. An der Stelle, Freunde, weitermachen. Es gibt immer Ups und Downs, so ist es im Leben. Jetzt natürlich einfach mal ein absolutes Down mit dieser Eventwoche. Aber was soll's, Freunde? Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß in GTA. Ich hoffe natürlich, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Eventwoche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren natürlich. Lasst gerne einen Like auf diesem Video da, wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, wie auch immer. Oder wenn ihr einfach sagt, Like, du bist ein Stück Scheiße. Geil. Ja, checkt gerne alle Links unten in der Videobeschreibung aus. Da geht's zu meinem Twitch, zu meinem Instagram etc. pp. Gerne ausnutzen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video oder am Sonntag im Stream. Viel Spaß diese Woche, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.